Gela. Einen wunderschönen guten. Nee, warte. 3, 2, 1. Moin! Okay, gut, dann machen wir nochmal. Auf 2. Okay, auf 2. 3, 2. Moin! Wir müssen das schaffen ohne Zählen. Okay. Wenn hier 4 steht. 4? Ja, okay. Das ist in einer Stunde! Achso, nee, das ist scheiße. Wenn da was anderes steht. Wo? Links oder rechts? Rechts. Jetzt kommen wir nur da. Moin! Und wie auf der Pistole, ey. Ja. Oder wie aus dem Zauberstab vielleicht. Hex, Hex! Es ist richtig früh morgens und wir fahren jetzt nach Orlando. Und der gewiefte Zuschauer weiß, wo Orlando ist. In Florida! Denn wir sind immer noch in Florida. Ja, die haben uns immer noch nicht rausbekommen. Ja. Und deshalb fahren wir jetzt nach Florida und zwar in die Universal Studios. Ich wollte es sagen. Ja. Nein, wir fahren in die Universal Studios und ins Adventure Island, weil ich wollte unbedingt beide Harry Potter Attraktionen sehen. Attraktion! Deshalb gucken wir uns beides an. An einem Tag und fahren deshalb um 5 Uhr morgens schon los. Nach 100 Metern. Nein! Ende der Straße. Kannst du jetzt bitte leise sein? Ich vlogge gerade. Wir sollten nur vloggen, wenn wir gerade ausfahren müssen und nicht abbiegen. Deshalb war ein bisschen dunkel. Die nächsten Aufnahmen werden geiler. Aber seid gespannt, denn wir haben gleich Spaß. Aber wir müssen erstmal noch 230 Kilometer fahren. Das sieht richtig geil aus. Guck dir diese riesen Rutschen an. Oh, der Berg, der Alter, du kannst durch den Berg rutschen. Ja, da rutscht mit dem Berg. So, wo sind wir? Moin! Moin! Universal Studios! Bam, bam, bam! Bam, bam. Da müssen wir jetzt auch so ein... Wir gönnen uns heute mal die Universal Studios in Orlando. Florida! Und ja, wir werden heute echt richtig auf die Kacke hauen. Also das ja, ist so. Ja. Wir hauen heute richtig was raus, weil das Essen in Disneyland, die ja hier direkt nebenan sind, und Universal Studios ist einfach richtig gut. Ja. Heute essen wir endlich Churros, wir essen Pulled Pork, ja. Wir trinken Butterbier bei Harry Potter. Was halt für dich eigentlich das Wichtigste ist? Also ja, also für mich, ich fahre eigentlich nur wegen Harry Potter hin. Also die Universal Studios, zu denen wir jetzt gehen, bestehen aus zwei unterschiedlichen Theme Parks. Die einen eher mit so Kulissen und der andere mit Rollercoastern. Und wir gehen jetzt zu beiden. Richtig. Und die sind beide mit dem Hogwarts Express verbunden. Das heißt, wir fahren auch mit dem Hogwarts Express. Ja, das ist interessant. Also eigentlich wird es heute auch ein bisschen stressig für uns. Ja. Weil wir müssen halt alles in einem Tag durchziehen. Genau, zwei Parks, ein Tag. Ja, das wird heftig. Aber wir gucken auch nur so die coolen Sachen an. Also ich denke mal, wir skippen auch einfach viel. Weil ja, wir nehmen halt das Wichtigste für uns mit. Ja. Und ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns beim Eingang. Wir haben die Sicherheitsmaßnahmen überstanden. Ja, die lassen hier nämlich nur richtig krasse Vips rein. Also ist das halt gerade wirklich wie am Flughafen gewesen, ne? Metalldetektor und so ein Scheiß. Ja. Einmal alles ablegen, einmal nackig machen, einmal husten. Ja, einmal Penis hoch, zwischen den Eiern gucken, alles. Und haben wir aber geschafft. Bei mir mussten ein bisschen mehr wühlen. Ja. Muss erstmal ausgewickelt werden, der ganze Loris. Aber hat gut funktioniert. Der Spaß kann beginnen. Hallo.
Moin. Leise. Universal Studios. Der Eingang. Komm mit. Das kommt. Folgt ihm. Was hast du hier Leckeres? Das ist einfach mal das Dada-Buch von Jimmy Fallon. Oh mein Gott, da ist er! Mr. Hashtag the Panda. Welcome to Air! I'm Sarah, and if you're wondering, that's S-A-R-A, with no H, because H's are Air! So, first ride. Jimmy Fallon. Auf jeden Fall. Jimmy. There he is! Man muss ja halt doch einfach mal sagen, wir beide feiern Jimmy Fallon so doll. Ja, Jimmy ist besser. Und hier. Jimmy ist besser. Also eine Wand der Legenden. Wait. Die erste Fahrt haben wir hinter uns. Und was war's? Heißt Race Through New York starring Jimmy Fallon. Und es war verdammt gut. Ja. Also es war wirklich überraschend gut. Ein Bildschirm, der einfach mal 80 Kilometer groß war. Es war eine 3D-Ride und ich dachte erst, dass es richtig kacke wird, aber es war geil. Ja, also wirklich für einen Fahrsimulator. Ja. Also mir wurde ein bisschen schlecht dabei. Mir auch. Perfekt, also wirklich richtig gut. Und das hatte ich schon lange nicht mehr, also dass mir bei einem Fahrsimulator irgendwie schlecht geworden ist. Ja. War cool. Ja. Die Kulissen hier sind einfach sowas von krass übertrieben. Nice, ja. Also es sieht halt auch mega echt aus. Und es ist halt überall was drin, das ist halt das Geile. Es ist halt nicht wirklich Show, also schon Show, aber du hast halt, jede Show ist in sich geschlossen. Du hast hier eine Bäckerei, du hast, kriegst hier Nüsse. Ich sag mal, Movie Park Germany ist ein Scheißdreck. Auf jeden Fall, also. In Bottrop kicheln. Bottrop. Wer oder was ist dieses Früher war es cool da. Ja, als Kind hat man es gefeiert. Aber heute ist es scheiße. Was gibt's hier? Man in Black, los geht's. Wir waren gerade in dem Man in Black. Man Scheiß, in Kack. Also wir waren gerade bei Man in Black. Ja, das war vielleicht vor 20 Jahren lustig. Aber jetzt so war. Also wir coolen Kids können da gar nicht drauf. Das war eher scheiße. Also sagen wir mal so, ich bin jetzt froh, dass wir, ich glaube, keine 10 Minuten gewartet haben. Ja. Also nicht mal. Wir sind einfach durchgerannt. Wir sind durchgegangen und die Fahrt hat 10 Minuten gedauert. Ja. Dafür war es okay, aber ich hätte da keine halbe Stunde für gewartet. Auf gar keinen Fall, dann wäre ich ausgerastet. Naja, wir haben Geld für ausgegeben, also machen wir's. Richtig. Und jetzt ins Crossyland. Mal gucken, was da abgeht. Ja. Two churros, please. Nur zwei? Du sagtest neun. Aber der ist sehr, sehr teuer. 4,50 für einen. Also. Und da geht's weg. Und leer. Das ist ein Churro? Sag mal, das ist voll kacke. Nee, sorry, keine 4,50 wert, kauf mal keinen Churros. Das ist echt einfach nur frittierter Teig mit ein bisschen Zimt drauf. Aber womit hast du denn gerechnet? Keine Ahnung, jeder im Internet feiern die das Hardcore und ich denke mir gerade einfach so. Aber das gute alte deutsche Schmalzgebäck oder
Mutzen oder wie auch immer ihr es nennen möchtet, ist geiler als das hier. Okay. Tequila! Oh, ist das so geil hier! Ja. Es schreit nach Achterbahn, oder? Oh ja, endlich. Hört ihr das? Achterbahn. Hört ihr das? Es riecht nach Achterbahn. Also hier kann man die Kinder abstellen, die man nicht mehr möchte. Ja. Und dann nimmt jemand anders die mit. Wie Kinderwichtel. Ja, to go quasi. Ja. Kind to go. Stellst einen hin und nimmst einen anderen. Ja. Wir waren gerade in der Rip-Ride Rocket. Es ist, also du hast ein Touchscreen in deinem Gelöt. In deinem Gelöt. Und dann, du hast mega viel Auswahl. Das sind also, ich glaube, 6 Genres? Ah. Ja, immer 6 Lieder, 6 Genres. Also viel. 6 von Rock, 30. Pop, Elektro und sonst was. Und dann machst du halt, suchst dir das Lied aus. Ja. Und dann geht's los. Und während der Fahrt hörst du einfach mal die geilste Mucke der Welt. Das ist so mega lustig. Also, was das angeht, Entertainment-mäßig. Ja, Entertainment war geil. Einer aber der besten Bahnen. Ich habe heftig viel gelacht. Also, ich habe mir war schwindelig vom Lachen. Eigentlich. Aber es ist wirklich so. Also, die war echt gut. Ja. Also, im Hintergrund seht ihr sie nochmal. War ein nice. Auf jeden Fall muss man geiles Ding. Ja. Gehört zu jedem guten Filmabend. Transformers.